So, meine lieben Zuschauer, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Crystal. Oh yeah, wir sind in der Folge 7 angekommen, haben im letzten Part, den guten Falk weggeschnetzelt mit unserem total überlevelten Team. Sorry nochmal für die kleine Geschichte, aber ich habe mich da wirklich einfach nur verschätzt, ganz grob. So, ist ja wieder mal echt extrem ereignisreich, der September hier, ne? Let's Play, neuer Let's Play September, yay. Vier neue Let's Plays in einem Monat, krasse Scheiße. So, Pascal, genau, du musst jetzt hier den Typ, der ist ein Trainer, ne? Ja, ich habe dich hier noch nicht gesehen. Du bist also, du denkst also, du bist stark, ja? Oh, natürlich denke ich gerade, ich bin Porno. Ich bin pornorös. Und du dafür porös. Nils, oh, Nilsi-Pilzi. Bist aus Feier im Leben entsprungen und der hat einen Ratzfratz, yay. Okay, Level 6, da dürfest du da packen, oder? Komm, Mann, Pascal, da packst du. Mein Gott, der macht viel zu viel Schaden. Und Tackle wird so scheiße wenig. Ja, das war mir doch klar. Och, Mann. Oh, nein, ja, na, okay. Wenn man jetzt hier irgendwie mit Kacke Volltreffer sehr effektiv und so eine Kacke dann kommst, mach mal noch mehr Routenschlag. Oh, nein. Boah! Ja, na klar, macht er erstmal Volltreffer, die Potsau. Oh, Mann, ey. Das kann doch jetzt nicht echt sein. Ich werde zum Schwein. Oh, geil, down. Und Pascal hält ganz wenig Erfahrungspunkte, wow. Ein Zubat, wow, holy shit. Das müsstest du eigentlich packen. Aber ganz ehrlich, der kann dir jetzt nicht so viel mit seinem Blutsauger. Oh, Level 8, schön. Blutsauger, und das ist mir doch egal. Da. Oh Gott, das zieht mehr ab als gedacht. Okay, schaffst du doch wohl nicht. Oh, vor allem nicht mit so wenig Schaden. Och, Pascal, ey. So, dann würde ich sagen, Dracano, du musst da rocken jetzt hier. So, da sehen wir mal, erste Mal. Oh ja, Blutsauger, das heißt überhaupt nichts effektiv, ne? Du, maximal ein HP hier, ist ja niedlich. So. So, da sehen wir es zum ersten Mal. Burn, Glut. Swooms, swooms, swooms. Schön. Abgeflamed. Naja, geht. Oh, brennt. Blutsauger. Yeah, jetzt macht der Angriff noch weniger Schaden. Denn Brennung. Also der Brandstatus halbiert ja den Angriff. Verbrennung erleidet, Brennungsschaden. Ihr wisst, was ich meine. So, Glut. Ihr merkt auch, es ist wieder nachts. Ja, ich nehme wieder nachts auf. Ja. Ja. Kann euch heute wieder die Uhrzeit zeigen. Dracano erhält ein paar XP. Schön. Hoffe, was Pascal erreicht bei Level Up. Ich will eins Madbo haben. So, mal gucken, hier Poco kommen, ne? Na, guck mal hier. Sonntag um 3 Uhr früh. Ja, alter, damit die Folge am Sonntagnachmittag online kommen konnte. Na, was mache ich denn halt für meine Zuschauer, ne? So, hier kann man Pokéball finden, schön. Oder ja, ein Schutz. Man sieht, es sieht ja alt leer aus hier. Mein Ratzfratz, yay. Steht, glaube ich, gar nicht auf der Liste drauf. Richtig, genau. Wollte niemand eine Ratte sein. Genau so war das. Oh, Flucht. Hau ab. Oh nein, nicht möglich. Was zum Geier. Kuckuck, ich bin 4 Level höher. Oh Mann, ey. Manchmal nervt das echt. Okay, nur du musst wieder retten. Ah, ich hab was am Auge, Leute. Hilfe. So. Dann werden wir mal ein bisschen mit Blut los. Müsste eigentlich für ein One-Hit-KO locker reichen, oder? Na klar, ein HP bleibt übrig. Na toll. Ein Tackle drauf. Das muss reichen. So. Swoot, nochmal 20 Punkte für Bede. Mann, Pascal, ey. Pascal. Anstrengender zu leveln, so. Könnt ihm jetzt einfach einen Trank geben. Dann kann er vielleicht nochmal einen rocken und da reicht vielleicht endlich sein Level 10 und dann braucht er doch nicht mehr. Ich mache das einfach mal. Swoot. Bevor ich jetzt wieder zurück zum Pokémon Center renne und hier ohne die Zeit verschwende. Ah, ja, du weißt. Wie bitte? Kampf, aber ich telefoniere. Na, okay, aber mach schnell. Was ist denn das für eine Ansage? Die telefoniert und hat gar kein Handy in der Hand. Lol. Mit wem telefonierst du? Mit deinem inneren Ich? Oh, Nidoran ist ja süß. Oh mein Gott, Level 9. Warte, ich auch hier in der zweiten Generation nur verstanden. Warum steht da doppelt weiblich? Das ist total unlogisch irgendwie. Ich weiß ja, dass das ein weiblich nicht schlecht ist, aber muss man es dann nochmal in den Namen reinschreiben? Ich weiß es nicht.
Oder man schreibt sie in den Namen, aber dann nicht mehr als Geschlecht, aber doppelt sieht irgendwie scheiße aus. So, aber egal. Ja, also, Fail gibt es in jedem Spiel ja auch bei dem legendären Spiel Kristall, ne? Wir haben ja so, ich denke, anstatt denke ich, ne? Also, hier bei Herzensfehl hat jemand in die Comments gepostet. Ist natürlich schon ein bisschen Fail irgendwie. So, tu aber, das machst du mal. Ich sag, das packst du, ist doch bloß ein Nidoran. Obwohl, es könnte eventuell schon mal sowas wie Doppelkick drauf haben oder ein Giftstachel oder so. Fände ich jetzt prinzipiell nicht so gut. Und ich mache auch gar nicht so viel Schaden, wie ich gedacht habe. Okay, aber das kratzt sich auch nicht gerade viel ab. Bams. Los, Windstoß, mach's down! Na, reicht nicht. Schade. Okay. Vorhit KO reicht aber immer noch ums Down. Und Pascal müsste jetzt eigentlich so Richtung, also wenigstens Richtung Level 10. Oh, immer noch nicht. Okay, macht nix. Picknicker-Net wurde besiegt, yay. Ich muss meinem Ärger Luft machen. Ja, okay, macht halt viel Spaß. Wir stellen hier weiter nicht mehr beim Telefonieren. Wir haben sowieso was Besseres zu tun, nämlich Monster, Gegner zu schnetzeln in dieser Blick. Wie faszinierend. Was bist du denn für einer, Alter? Ein Psychopath. Ein Camper. Na, okay, ist dasselbe. Oh, Erwin. Schickt Nidoran männlich. Ja, hätte man ja irgendwie erwarten können, ne? Ist Miraten auch Level 9. Okay, das ist nicht so wirklich gut. Ich denke jetzt... Aua, das gibt danach auf jeden Fall ein Level up. So, Jones? Ah, ne, der hat vielleicht Doppelkick. Tu, aber das machst du wieder. Hier auch genauso das gleiche. Doppelt männlich, warum? Das ist doch nicht nötig. Ist doch mal viel zu viel. Windstoß. So, es könnte natürlich sein, dass... Ja, Nidoran wird wahrscheinlich an drei Attacken... Antacken, ja, wow. Gutes Deutsch. Von drei Windstößen hops gehen, weil das weibliche Nidoran hat defensiv ein bisschen bessere Werte. Aber er ist dafür offensiv ein bisschen besser. Aber gut, das hält sich so ein bisschen die Waage. Aber dadurch... Easy peasy für Taubsi, ihn einfach nur down zu machen. Und Pascal erreicht letztendlich unser langer See des Level 10. Swoot! Nochmal schön XP, können Tor aber bald Level 11 erreichen. Camper Erwin wohl besiegt. Das ist enttäuschend. Hey, Pascal entwickelt sich. Geil! Dum, da, dum, 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 dum. Glückwunsch! Dein Pascal wurde zu Smetbo. Cool! Und Pascal lernt Konfusion. Confusion. Konfuzius sprach, es wäre Licht, doch er fand den Schalter nicht, ne? So, dann haben wir ein Smetbo. Ein wunderschönes Smetbo. Ach man, Pascal ist aus seinem Kokon geschlüpft und ist jetzt ein wunderschöner. Ich bin ein wunderschönes Schmetterling. Ah, er hat mich an das große Krabbeln. Das ist so ein alter Animationsfilm, der ist schon ziemlich alt. Wenn ich geguckt, da war ich so. Wahrscheinlich so. So 6, 7, 8 Jahre alt, würde ich schätzen. So, Ei ist immer noch dabei. Wen ziehen wir jetzt nach oben? Ich würde sagen, tu, aber du hast fast Level 11. Du gehst mal nach oben. So, gehen wir mal hier durch. Und hier sind da bestimmt noch mehr Trainer. Genau, Angler, ne? Ihr habt doch alle Carpados, oder? Wow, wegen dir habe ich einen Fisch verloren. Sicher, dass du ihn dafür gefressen hast, weil du fett bist. Ich habe ihn nicht gefressen. Oh, er ist gar nicht so fett. Angler Albrecht, Berthold Albrecht, nee, der ist alter Berthold Brecht, egal. Carpador schickt er in den Kampf, yay, wow, du Glückwunsch, hast ein Carpador. Das ist ja wirklich legendär, das kann auch auf jeden Fall Platscher. Ihr wisst ja, ne, Carpador kann mit Platscher immerhin ja ein Arceus besiegen, ne, ist ja klar. Ist authentisch, ich meine, glaubt man doch. So, wir wirbeln den ein bisschen durch hier. Kriegt er erstmal einen Schwindelanfall. Yeah, gibt auch super wenig Erfahrungspunkte, aber ist ja bei Carpador so nicht unüblich irgendwie. Aber vielleicht macht's die Masse ja irgendwie. Komm schon, mach ihn jetzt down. Ich brauch dringend XP. Oh mein Gott, One-Hit-KO. Volltreffer, geil. Muss du 21 Punkte, schön. So, kommt vielleicht mal ein Tentacher oder sowas? Nö. Noch ein Karpfen, nur, ey Kumpel, ey, also wenn du jetzt wirklich noch einen Karpfen an der Angel hattest, dann muss ich mich... Level 15, holy shit, was ist mit dem los? Oh mein Gott, das ist schneller als ich und macht Tackle. Wow, macht so richtig Schaden. Holy shit, nicht cool. Getwistet und es macht überhaupt keinen Schaden. Scheiße, Mann, das ist doch nicht cool. Oh nein. Okay, Jones, das musst du jetzt rocken, er hat eben noch keine Wasserattacken. Das ist auch so ein Thema, das möchte ich unbedingt mal erzählen.
Das ist, glaube ich, hier gerade ein super Beispiel. Es gibt ja jetzt neuerdings hier von Pokémon 6. Generation, da wurde ja von einem, also jetzt schon wieder ein bisschen her, wurde ja offengelegt, es gibt einen neuen Pokémon-Typ. Und der Pokémon-Typ, das sollte ja Fee sein, ja. Ich habe zwar auf Licht gehofft, aber gut, wurde halt Fee. Ich glaube, Licht-Pokémon würden sich auch noch irgendwie schwer kreieren lassen. Daher kommt ein Taschenlampen-Pokémon, wäre ein bisschen scheiße. Und daher ist Fee, glaube ich, schon so vom entwicklerischen Sinn her eigentlich doch ganz intelligent gewesen. Aber was mich persönlich stört, ist die Community, die jetzt rumhackt und sagt, ja, Pummeluff soll jetzt anscheinend nicht mehr nur normal, es soll jetzt normal Fee sein. Eigentlich kein Problem, ne? Ist ja nicht irgendwie neu, ne? Magnetilo hat da auch einfach Stahl dazu bekommen. Warum soll das bei anderen Pokémon hier auch mitmachen? Aber was mich persönlich einfach daran abfuckt, ist, dass jetzt die Leute ankommen und sagen, bald, also Fee soll ja effektiv gegen Drache sein. Es kommen natürlich alle, Pummeluff wird irgendwann Dragoran töten. Das Spiel wird jetzt total unbalanced werden. Das ist voll nicht cool. Das ist irgendwie sozusagen, als wäre Carpador gegen Kleinstein gut, weil es ein Wasser-Pokémon ist. Aber das ist alles irgendwie unnecessary Bullshit, weil, aber... Es gibt halt immer irgendeine Flamebacke, die meint jetzt, ich muss jetzt rumheulen, ich habe keine Lust auf einen neuen Typ, mich verarschen, überwalten lassen. Oh Gott, ey. Ich persönlich, hätte ich ein 3DS, würde ich mich richtig auf die 6. Generation freuen. Aber wieder zu versuchen, ich habe nicht genug Geld, um mir einfach noch ein 3DS zu kaufen. Leider. Ja, nee, dein Übert kann er mir gerne schicken. So, da kommt noch ein Karpfenor, yay, wieder Level 15, bitte nicht. Bitte Level 5 wieder, die sind wesentlich einfacher. Weil ja ganz ehrlich, so ein riesiger Level 15 Carpador hat nur gerade mal 60 Erfahrungspunkte gegeben. Das ist ja echt billig. Hey, Platscher, Glückwunsch, du bist schneller als Fox. Mein Gott. Ist egal. Das ist die Carpador-Beschwörungstötungsformel, damit er nicht seinen Platscher gegen das mächtige Arceus benutzt, um Gott zu werden. Naja, man spielt dann Herr Pokémon Grauder. Das ist ja auch mal schon mal in der Karriere der echte Anstieg, ne? Albrecht wurde besiegt. Ja, Platsch und Splush, genau. So. Fox, du könntest echt ein bisschen leveln, oder? Weil du aber jetzt mit 11 reicht erstmal. Oder Jones? Na, das ist irgendwas im Pokémon. Na, dann lieber Fox nach oben. So, Kumpel, dann zeig mal, was du jetzt hier so liefern kannst. Meine Pokémon! Frisch gefangen! Naja. Frischer Fisch aus dem Supermarkt bestimmt. Und gleich ist da seine alte Pokémon auf. Nom, 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 nom. Angler Ahmed möchte kämpfen. Schickt Quapsel in den Kampf. Oh, okay, der Kleinstein würde ich nicht benutzen dürfen. Oh mein Gott, Level 8, das könnte ein bisschen knapp werden. Yay, fick dich. Okay, daneben. Aber Hypnose würde ich dich bitten, das zu unterlassen, weil ich mag keine Hypnose. Aber der Tackle macht wenigstens angemessenen Schaden und... Abermals geht die Hypnose daneben. Ich glaube, die hat aber so 60-65% Trefferrate. Oh Gott, ein Volltreffer. Fox rasse aus und kriegt massig Erfahrungspunkte. So, ein weiteres Quapsel, das kannst du ebenfalls machen, wenn du es dann schaffst. Das wäre ganz cool. Cool. Komm schon, Box ist in die Schüssel. Mann, das wäre doch echt irgendwie. Okay, da fällt mir kein Reim drauf ein. So, ich schließe da hier auf mit dem Schlüssel oder so. Oh Gott, jetzt kommt sie. Die Hypnose. Ja, Fox erstmal am Knacken. Super, gut gemacht. Yay, Blubber, jetzt kommt er mit Blubber an, aber das wird nicht so viel abziehen, weil Blubber ist zwar Step-Attacke, aber ganz ehrlich, Blubber ist trotzdem schwach. Jetzt Quapsel hat jetzt auch nicht so die besten Werte. Yay, Blubber! So, 3 Damage, das halte ich aus. Mein Ende sinkt, oh mein Gott, ist mir egal, ich bin sowieso lahm. Bitte wach jetzt endlich auf, sonst wirst du gleich sterben. Nicht so cool. Ich will doch EXP. Mann, das wäre doch geil. Mach ihn doch down. Oh mein Gott, Alter. Wach endlich auf, du Krücke. Meine Fresse. Kann das irgendwo so um Stunden handeln. Noch mehr Blubber. Blub, 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 blub. Bitte. Alter, ist nicht dein Ernst. Wie lange schläft er jetzt schon? Gefühlte 5, 6 Runden? Ja, bestimmt. Ich weiß gar nicht, wie groß die Chance dafür ist. Ja, endlich, meine Fresse. Ja, endlich mal ist er aus der Welt. Das ist schon mal gut zu wissen. So, oh, leck mich. Oh, Gott sei Dank, daneben wurde auch Zeit. Brimson Tackle und Down. So, Fox kriegt ein wunderschönes Level-Up. Das ist sehr gut. Und lernt eine Attacke. Oh, Fox erlernt Rückzug-Hieb. Cool, eine Attacke mit ein bisschen mehr Stärke, glaube ich. Und auch, ja... Mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit und ja, Fox dadurch fängt endlich mal an. Platscher, Splush, genau. So, da haben wir die Angler down gemacht. Da, oh, da ist noch einer, okay.
Das ist so nice. Der Fox hat Level 11. So, Pascal oder Jones? Ich nehme mal Jones, oder? Ja, komm. Why not? So, why not? So, fertig. Ich beherrsche beides, Angeln und Pokémon. Und ich bin auch aus dem guten Wettessen. Darum werde ich nicht verlieren. Okay, whatever you say, bro. Nimm doch erstmal ab. Okay, nimm ganz schön schnell ab. Also manchmal sind die Bilder wirklich... Oh, Goldini, okay, das glaube ich hat noch keine Wasserattacken. So, Jones, tu deinen Dienst. Oh mein Gott, Schnabel. Und, naja, es geht. Zwei Schaden ist okay. Tackle aufs Maul. Okay, jetzt muss nur ein Schaden. Warum? Yay, verstehe ich nicht, aber ist egal. Einfach schön Tackle draufhalten, immer schön draufknüppeln. Der Rest ist egal. Tackle, Bumsbaum. Ja, Mann, Deich ist das doch down. Goldini hat immer so eine coole Stimme im Anime. Goldini, Goldini, Goldini. Die hatte immer irgendwas Erotisches, die war auch irgendwie so. So. Da war bestimmt die Synchronstimme von einem Pornostar dahinter. Down, 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 down. Boah, Alter, twing! Jones erreicht Level 11 und... Boah, Alter, scheiße! Und Jones erlernt, wie von euch vorher gesagt, Level 11, Steinwurf. Geil, das ist natürlich eine super Attacke, besser als Tackle auf Massen auf jeden Fall. Ist natürlich nicht ganz so präzise, glaube ich jedenfalls. Das sieht man hier leider nicht. Sonst würde ich gerade eben nachgucken. Okay, mit Step 75 Angriff, Tackle hat 35. Dürfte also knapp doppelt so stark sein. Das ist natürlich eine super Alternative. So, ihr seht, Tackle ist ein bisschen schwächer als Ruckzuckhieb und Tackle kann ja manchmal daneben gehen. Der Ruckzuckhieb ja immerhin nicht, nicht wahr? So, Pascal, du kriegst auch nochmal einen Attacken-Scan hier, weil du hast jetzt ja Confusion und ja, das letzte Mal wieder ganz da oben, ist nämlich deutlich besser als. Wow, ficken. Deutlich besser als Tackle. So. Ah, ja, halt schön. Ja, ist okay. Ja, okay, gut. Gut, da haben wir die Attacken geordnet. Sehr schön. Da haben wir jetzt Steinwurf. Was ja auch natürlich eine geile Attacke und die wird uns auch in der nächsten Mal eine gute Dienste leisten. Ich denke jetzt ehrlich, da warten Käfer-Pokémon auf uns und da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich einen Stein-Pokémon dabei habe. Kai findet Superball. Geil, unser erster Superball für mal vielleicht ein bisschen besseres Pokémon, wollte ich gerade sagen. Denn wurde ich unterbrochen. Noch ein Ratzfatz hier, braucht keine Sau. Wollen wir mal ausprobieren? Ja, los, komm. Steinwurf! Oh, ist das immer noch schneller als wir? Scheiße. Ist egal, ignorieren wir einfach Crimson. Steinwurf. Und das direkt auf den Kopf. Instant Down und... Schade. So. Wenn da uns der Elf ist, dann fehlt bloß noch einer. Und zwar, das ist der liebe Pascal. Der liebe Pascal. Schnaddelali. So. Kann Smetpo ein bisschen rocken. Mal gucken, wie kommt er? Oh, wie süß. Oh, wie niedlich. Oh mein Gott, Level 4 ist mega. Ich will es fangen. Ich weiß nicht, wie oft das ist, aber ich weiß, es steht auf jeden Fall auf der Liste. Felino, Felino, Felino. Ich weiß nicht, ich weiß es hundertprozentig steht drauf. Felino, genau. Auf jeden Fall, das fange ich auf jeden Fall. Das Ich liebe Felino. Ich finde es irgendwie süß. Ich meine, gut, Mordor ist ein bisschen derp irgendwie, aber egal. Ich will es haben. Und darum, Kumpel. Oh, ich brauche unbedingt Schlafpuder. Ich denke, du hältst eine Konfusion aus, oder? Oh, sehr geil aus. Und. Oh. Okay, ich habe Smetbo überschätzt, unterschätzt, beziehungsweise das Felino überschätzt. Schade. Och, Mann, ich will's haben. Ich find's voll süß. Da ist noch eins. Oh, yay. Hältst du jetzt eine Konfusion? Was hat der andere vielleicht einfach nur irgendwie spezi-verteidigungsmäßig irgendeine Diskrepanzen liegt? Vielleicht? Nö. Okay, gut, Leute. Ich geb's auf. Ich muss mit Tackle rangehen. Ich geb's zu. So, aber wir haben auch keine statusverändernde Attacke, was es uns leichter macht, die Viecher zu fangen. Wird dringend Zeit, dass ein Schlafpuder kommt. Aber dafür habe ich ja Smetbo mit eher. Hey, nein, nicht Ratzfratz. Ich will keinen Ratzfratz. Ich will Felino. Miep, miep. Ja, schön. Hier, Konfusion. Tschüss. Oder Ratzfratz. Ratzfratz ist Level 5. Fällt er bestimmt aus. Pass auf, jetzt. Ah, pass auf. Also, wurde ich nur ganz knapp. So, Rutenschlag kannst du machen. Hier, kriegst du einen Tackle aufs Maul. Tschüss, down. So. Ah, wunderschön. Pascal, 40 XP. Och, Mann, Leute. Jetzt habe ich aber auch schon angefangen. Jetzt will ich es auch fangen.
Bitte, bitte, gib mir ein Felino. Vielleicht schon Level 6 oder so, das wäre cool. Mano. Ach, Menno. Ich würde demjenigen gerne den Gefallen tun und ihm den Namen geben. Ist auch ein Zuschauer, den ich mal wieder in die Comments lese. Denkt man so, ach ja, den Namen, den hat er nicht, den ihr verdient auf jeden Fall. Gib mir ein Felino. Yay, los, Level 6. Naja, gut. Fangen wir mal an, Level 4 ist ja auch egal. Ja, los, Hecke. Ich geb's auf fürs Versuchen mit Konfusion eventuell. Boah, heilige Scheiße. Er ist noch grün, er müsste da so einen Treffer noch aushalten. Aber wie sieht jetzt so Hälfte, Hälfte genau aus? Boah, Scheiße. Och, Mann, oh. Mann, Pascal. Du darfst dann ja alle umhauen. Menno, Scheiße, ich muss wechseln. Dann macht das halt. Eben der Fox, weil ein Ruckzug gibt, sollte eigentlich aushalten. Ja, mit Step und so, vielleicht gerade so ein bisschen ganz knapp im roten Bereich, das könnte klappen. Und Zubat, okay. Weiß ich gar nicht, steht da drauf. Oh ja, als viertes Pokémon. Level 6, das ist ein gutes Level, das nehme ich auf jeden Fall mit. Ruckzucki, Crimson, boah, sieht geil aus. Richtig so, so. Blutsauger, nein. Hör auf, Blutsauger zu machen. Ich will meine XP meine HP behalten und ich muss dich damagen. Aber ich glaube, Zubat ist auch relativ easy zu fangen. Darum Pokéball und Dumm. Swoot on. Toll, Zubat wurde gefangen. Geil. Ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Fledermaus. Am Tag versäult es sich mit seinesgleichen und hängt sich an Decken von Häusern oder Höhlen. Das ist ja ganz schön creepy, Alter. Oh mein Gott, Batman-Symbol. So, und Zubat sollte den schönen Namen Hunter bekommen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht darauf angelehnt, dass man aus Zubat ja irgendwann mal ein Jäger-Pokémon machen könnte. Ja, ein Pokémon, was mit, ihr wisst ja, dass man Suicune im Storyverlauf bekommt, aber Raikou, Entei, ich weiß nicht, das sind ja Pokémon, die sind eigentlich eher so, naja, die fliehen und kommen zufällig in der Wiese hervor. Das heißt, ich muss, wenn sie fliehen, irgendwie versuchen, Horrorblick einzusetzen. Und das macht sich mit Zubat eigentlich relativ gerade so günstig. So, Hunter ist okay. Ende. Wurde auf Bills PC gelagert. Schön. So, jetzt hätte ich trotzdem aber noch gerne ein Felino. Was wäre da mal angebracht? Komm schon, Mann. Gib mir das Felino. Bitte, bitte, bitte. Oh mein Gott, nein. Trainer, scheiße. Oh Mann, und die Partfolge ist bestimmt schon wieder vorbei. Mal gucken, wie lange war die Folge? Oh Gott, ey, ich nehme viel zu lange auf immer. Leute, den Trainer und auch Felino machen wir im nächsten Part. Ich hoffe, da wird es nur Abend sein und ich finde immer noch Felinos. Und ja, ich würde sagen, bis dahin, unser Übermotto. Macht's gut, haut rein. Tschüssi, Koski und ciao.